Gut, wenn keiner mehr irgendetwas beitragen möchte, dann doch du. Okay. Ich wollte mal was sagen. Es gibt ein Land auf der Welt, das hat eine ganz, ganz tolle Philosophie. Und zwar geht es da um Bhutan. Unsere Länder messen sich immer gegeneinander oder miteinander. Und das Messinstrument schlechthin, das ist das BIP. Das Bruttoinlandsprodukt. In Bhutan gibt es aber mittlerweile eine andere Messgröße. Alle 4 Jahre, so, über 70 Leute durch Bhutan reisen und haben da ca. 236 Fragen an die Menschen. Werden dann so zufällig ausgewählt, ausgelost. Und dort werden sie zu allen möglichen Themen befragt. Und die Messgröße in Bhutan ist das Bruttosozialglück. Das klingt vielleicht erstmal seltsam, aber ich habe dieses Video geschaut und diesen Bericht auf Arte und ich war vollkommen begeistert, weil dort werden die Kinder in der Schule dazu erzogen, ne, nachzudenken, ne? Also die meditieren und sie nennen das Gehirnputzen. Sie werden dazu angehalten, über ihre Umwelt nachzudenken, zum Beispiel Müll aufzuheben und zu recyceln. Also die machen da zum Beispiel aus Plastik, Plastikrückständen werden dort Kissen gefertigt, das wird gereinigt und kleingeschnitten. Dann werden da Kissen gefertigt und verkauft. Es geht um nachhaltige Ernährung. Es geht darum, dass immer mehr naturbelassene Gärten angelegt werden, wo die Menschen ihre Nahrungsmittel wieder selber anbauen. Werbung ist in Bhutan mittlerweile verboten. Sie werden auf dem Straßenbild keine Werbetafeln mehr sehen. Und die Menschen bekommen quasi es von klein auf beigebracht, im Prinzip im Einklang mit ihrer Umwelt zu leben. Und ich finde dieses Projekt so klasse. Das läuft jetzt viele Jahre schon erfolgreich. Und die Menschen dort sind glücklich. Es gibt nur 11% der Menschen dort, die von sich sagen, sie sind unglücklich. Das ist ein Wert, der ist unglaublich. Fragen Sie doch mal hier in Deutschland, wie viele Menschen sagen, sie sind unglücklich. Und das wollte ich vielleicht mal anregen, dass wir gerade in unseren Familien, mit unseren Freunden vielleicht mal diskutieren, was können wir denn eigentlich machen? Im Kleinen, gar nicht so im Großen, sondern im Kleinen. Und auch überlegen, wie kann ich das meinen Kindern beibringen? Und wenn wir über den Platz gehen, sich dann vielleicht auch mal bücken und mal was aufheben und wegschmeißen. Ne? Ein bisschen mehr mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Deswegen, also ich wünsche mir in allen Ländern als Vergleichsmessgröße das Bruttosozialglück. Dankeschön.